Glück auf aus Zwickau. Ihr hört hinter mir, es ist so laut. Zum 3.10. der Druck auf dem Kessel steigt immer mehr. Und gerade zum Tag der deutschen Einheit, das ist ein wahnsinnig krasses Zeichen, dass hier über 2000 Leute auf die Straße gehen. Unweit von hier begann nämlich vor über 30 Jahren die friedliche Revolution in Plauen, nur wenige Kilometer von Zwickau entfernt. Und heute gab es hier eine ganz, ganz große Demo mit dem anschließenden Spaziergang jetzt. Und die Themen waren eigentlich klar. Also zum einen natürlich die explodierenden Energiepreise. Es hat eine Bäckerin gesprochen, die jetzt vielleicht einen Betrieb sogar aufgeben muss. Ganz, ganz viele Menschen, auch ein junges Mädel, hat davon gesprochen, wie Stück für Stück ihre Zukunft zerstört wird. Und das 30 Jahre nach der Wende, wo blühende Landschaften besprochen wurden, stehen junge Leute hier vor 2000 Demonstranten und erzählen, dass sie Angst vor der Zukunft haben, vielleicht sogar das Land verlassen werden, weil die Zustände so katastrophal werden. Also, ihr seht, der Druck steigt immer mehr hier. Aber was das Positive ist, wenn man dann mit spazieren geht mit den Leuten. Keiner möchte aufgeben, alle gehen hier auf die Straße, damit sich was ändert. Und die Forderung ist ganz klar, diese Regierung sollte schnellstmöglich zurücktreten. Man sieht es überall, es brennt an jeder Ecke. Und dafür gehen die Leute auf die Straße, dass endlich wieder Politik für die eigenen Interessen gemacht wird, für die eigenen Leute. Und das motiviert mich für meinen Teil, dass hier so viele Menschen gehen in ganz Sachsen heute auch. Und es müssen aber noch mehr werden, deswegen der dringende Appell, schließt euch an, kommt mit auf die Straße und werdet Teil von diesen großen Demonstrationen, wo jeder für eine bessere Zukunft unseres Landes kämpft. In dem Sinne, Glück auf aus Zwickau und bis nächsten Montag auf der Straße.